Was geht? Boah, das macht ja alles schon 9 Uhr früh, oder nicht? Hallo. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, kein Mensch kommt um 9 Uhr früh hierher. Also ich wäre auf jeden Fall nicht gekommen, weil es mir viel zu früh. Aber ein paar Leute sind jedenfalls da. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wir öffnen gerade hier in Köln in der Hohenstraße 24 den größten Kampfsportshop in Deutschland. Das Ganze heißt Kunpon, weil ich mache das gemeinsam mit meinem Partner und ältesten Sponsor Kunpon.de auf. Die haben ja einen Online-Shop, was Kampfsport angeht. Und vor einem Jahr haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ey, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einen eigenen Store eigentlich eröffnen, so wo die Leute tatsächlich hingehen können und sich auch die Sachen mal anschauen und anprobieren können, alles drumherum. Ne? Ja, wenn wir hier direkt reinkommen. Morgen. Ja, das ist der Laden. Knapp 600-700 Quadratmeter Fläche haben wir jetzt hier. Das ist direkt die Venom- und UFC-Ecke. Die haben wir hier am Start, die ganze Venom-Kollektion. Komplette Wand. Dann geht's hier rüber, da haben wir eine komplette MMA-Abteilung. Wir haben Fight Shorts, wir haben Rash Guards, Kurzarm, wir haben Langarm Rash Guards. Wir haben natürlich die eigenen Ring Life Shorts, die hier am Start sind. Trainingstaschen, Grappling-Bekleidung, MMA-Fight-Handschuhe, alles Mögliche ist hier am Start. Wir haben eine große Pitbull West Coast und ebenfalls auch Ringlife. Ringlife noch ein bisschen kleiner, aber wird in Zukunft natürlich hoffentlich auch größer werden. Hier unsere neuen Shirts, die jetzt demnächst in den Online-Shop kommen, gibt es heute erstmal schon exklusiv für die Leute, die hierher gekommen sind. Was jetzt mittlerweile auch einfach nicht mehr fehlen darf, sind die richtigen Supplements für die Kampfsportler. Ihr wisst, Kreatin und so weiter und so fort, das ist alles extrem wichtig für die eigene Leistung, dass man im Training immer Vollgas geben kann. Deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, eine eigene Supplement-Ecke hinzustellen. Ich denke, ich kann das in diesem Video jetzt auch mittlerweile offiziell machen, dass ich jetzt zur ESN gewechselt bin. Ihr werdet das auf Instagram sehen, wird einen ganzen Post dazu geben, aber der Hintergrund ist ganz einfach. ESN hat den ganzen Kampfsportmarkt in Deutschland übernommen, die haben die ganzen Athleten unter sich und für mich macht es dann einfach nur Sinn für die weitere Entwicklung für meinen Kanal und natürlich auch von meiner eigenen Kampfsportmarke dann zu denen zu wechseln, weil die Synergie dann einfach passt. War eine geile Zeit bei Sek Plus, auf jeden Fall. Ich liebe die Supplements. Ich kann auch wirklich jeder, der über mich die Supplements von Sek Plus gekauft hat, kann ich auch nur herzlich weiterempfehlen, dass ihr die weiter dort kauft. Es gibt noch ein paar andere Athleten, die ihre Rabattcodes haben, wenn ihr wirklich Sek Plus treu bleiben möchtet und weiterhin die Supplements nehmen möchtet. Gar kein Ding. Es gibt ja auch sehr viele Thai-Box-Fans, ne? Für die Thai-Box-Fans haben wir hier unsere richtig geilen Thai-Box-Shorts. Alle möglichen Marken sind hier ebenfalls vertreten. Und das Geilste überhaupt, einfach an dem gesamten Shop, ist diese riesige Boxhandschuhwand. Ja, also wirklich über mehrere Meter haben wir hier alle möglichen Marken, Modelle, Farben, Größen, alles ist eigentlich dabei. Das ist ja das, was, das hat man bis jetzt nicht gehabt eigentlich. Ja. Du konntest nicht einfach so in irgendeinen Laden reingehen und alle möglichen Handschuhe mal anprobieren, um zu sehen, was denn wirklich auf deiner Faust passt, wie es dir gefällt, alles drumherum. Jetzt kannst du es machen. Also eigentlich so der Grundgedanke ist, egal was du für den Kampfsport brauchst, wenn du hierher kommst, solltest du das finden. Du kannst hier mit nichts reinkommen und gehst mit allem wieder raus, wenn du irgendwas brauchst, von 0 auf 100. Ja? Es gibt eine Auswahl an Boxschuhen, da könnt ihr herkommen und sagen, ey, pass auf, der Adidas Boxhawk sieht geil aus, ich würde den gerne mal anprobieren, um zu schauen, ob er mir auf den Fuß passt. Ihr erspart euch halt wirklich mehrere Tage diese Reklamationszeit, Retourenzeit, wenn euch irgendwas nicht passt. Und was wir noch haben, ist eine zweite Etage, das ist nämlich noch nicht alles. Und zwar haben wir hier zuerst erstmal die Kopfschützer, ja, auch ein Riesenteil. Kopfschützer, wo kannst du irgendwo hingehen und mal einen Kopfschutz anprobieren, ob es auf deinen Kopf passt. Ne? Hier sind wir dann jetzt in der BJJ Grappling Abteilung. Ja, hier sind dann zum Beispiel die Marken Tatami, Okami besonders stark vertreten. Gies gibt es auch, ja, also komplett für die Grappler. Ja, und was haben wir noch zum Abschluss? Zum Abschluss haben wir da hinten noch ein bisschen Pratzen und Sandsäcke. Ja. Das ist jetzt auch ein bisschen natürlich der Fokus für Leute, die vielleicht auch so ein kleines Home-Gym oder sowas aufstellen wollen. Die fragen mich dann auch immer online, ey, auf Instagram, Edmond, welchen Sandsack soll ich mir bestellen, wie groß, wie schwer, alles drumherum. Braucht ihr nicht mehr fragen, falls ihr aus der Gegend von Köln seid, kommt hierher. Hier stehen ein paar, könnt ihr ausprobieren, schauen, wie die sich anfühlen, ob die von der Größe und alles passen und einpacken. Und schlussendlich haben wir hier noch ein paar geile Pratzen, die man auch abchecken kann. Das ist jetzt mal so ganz, ganz grob. Der Shop. Ich finde, er ist richtig, richtig geil geworden, muss ich ehrlich zugeben. Die Jungs, die hier gearbeitet haben, Tag und Nacht, die letzten Wochen, haben wirklich eine geile Arbeit geleistet. Und ich freue mich schon auf die Eröffnung, ja. Genau. Die beginnt ja gleich. Die beginnt gleich. In 12 Minuten. Shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Die sind 300 Kilometer hergekommen, nur um Felix und Edmond zu sehen. Hier.
Das ist wahre Fanliebe. Ihr seid 300 Kilometer gekommen. Ein bisschen mehr sogar noch. Und woher genau kommt ihr? Aus welcher Stadt? In der Nähe von Kassel-Eschwege heißt die Stadt. Boah. Seit wann verfolgt ihr denn Edmund? Ja, also ich denke vor 3 Jahren, so, wo er noch diese alten Videos da gemacht hat, so wie er Boxen erklärt hat. Warst du überrascht, dass heute so viel los ist? Ja, ich bin sehr überrascht, weil es noch zu früh, 9 Uhr. Und hier viel los. Hohe Straße 24 in Köln, neue Coupon Store. Kommt vorbei und tretet ein. Ja, wie gesagt, das war halt so, bei Corona, ganz am Anfang, da waren halt jeder zu Hause und da habe ich schon seine Videos durchgesucht. Ne, und deswegen bin ich hier, ich habe auch meine Handschuhe unterschreiben lassen. Ich habe schnell gekauft. Und ja, ist eigentlich ein prima Kerl, der ist auch wirklich in echt so, wie der vor Kamera ist. Ich habe gerade von Edmund geschenkt bekommen. Ich war sehr glücklich drüber. Ja, also ich bin Noah, ich komme aus der Nähe von Münster. Aus einem kleinen Dorf von der Nähe und bin jetzt circa 2,5 Stunden, fast 3 Stunden angereist. Wie lange verfolgst du den schon? Ja, ein bisschen über 2 Jahre, würde ich sagen. Das hat angefangen, da habe ich noch Fußball gespielt und habe nur nebenbei ein bisschen Kickboxen gemacht. Und dann bin ich auf ihn gestoßen und hat mir, ja, hat so ein bisschen den Spirit geweckt, sag ich mal. Und dann bin ich mehr zu Kampfsport gekommen. Wie geht's, Bro? Und wie findest du den Laden bis jetzt eigentlich? Boah, sehr, sehr schön. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Equipment hier. Bin auf jeden Fall positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr alleine schon Boxen, schon Clatter Race habt. Das sieht man auch sehr, sehr selten. Und equipmentmäßig seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgestattet. Also an alle Leute, die Umgebung Köln kommen oder mal in der Nähe seid, kommt vorbei. Guckt euch auf jeden Fall das mal selber an. Also ihr könnt euch auf jeden Fall hier sehr gut ausstatten. Ich hab ein paar Leute haben auf dich gewartet, ich wollte Fotos. Ich hab da, glaube ich, 3 Stunden gewartet. Hey, it's a gift, I avoid all the nonsense. Yeah, don't be a hater, it's no good for your conscience. Yeah, you from this world, I'm from somewhere far beyond it. Yeah, matter of fact, man, I don't even belong here. Cause I got a different type of swagger, dude. You ain't gonna find nobody like me on your avenues. Also, ich hab gesagt, die ganzen Leute hier sehr gute Arbeit geleistet. Tagelang hier geschuftet, bis gestern tief in die Nacht noch, damit alles hier heute ready ist. Ja? Ohne die Jungs wäre es auch nicht möglich gewesen. Und auch alle anderen natürlich, die auch daran beteiligt sind. Also weiß ich sehr zu schätzen, die Hilfe und die Arbeit. Kommt nach Köln. Coupon. Coupon auch.